Ja, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Age of Mythology Retold. Wir haben im ersten Part, der jetzt der letzte von mir gesehen ist, die erste Mission abgeschlossen. Nicht ohne war. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gerade gehört. Mein Kopfhörer meint wohl langsam den Geist aufzugeben. Das wäre nicht so schön. Auf jeden Fall wurde der Dreizack von Atlantis, der Heimatstadt und Heimatinsel unseres Protagonisten Arkanthos, gestohlen. Und den müssen wir wiederholen. Denn sonst verlieren wir die Gunst des großen Gottes des Meeres, Poseidon. Komisch, dass er, obwohl Atlantis ja eigene Götter hat, aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Da kommen wir bestimmt noch zu. Aber jetzt erstmal, gehen wir auf Ibiza, glaube ich. Es müsste Ibiza sein. Früher war der auf Mallorca, dieses Gefecht, weil das ist, glaube ich, Spanien. Wir waren ja hier vorher, ja, man kann meinen Mauszeiger sehen. Also ungefähr hier ist Atlantis und jetzt gehen wir, auf Ibiza. Aber ich glaube, Party oder so, was man immer sagt. Ah ja, hier sieht man nochmal, da ist Atlantis. Ich glaube, mit Partystimmung ist hier weniger. Weil es ja in der Mythologie spielt, in der Antike, wo, glaube ich, noch nicht so viel da los war. Aber gut, ist wie gesagt ein anderes Thema. Vielleicht war das wirklich alles, was nötig war, um Poseidon zu besänftigen. Schwarze Segel, Backbordseite! Und er führt uns auch zu Kamos. Bogenschützen, haltet eure Bögen bereit! Bereitet euch vor, sie werden dafür bezahlen, dass sie Poseidon und Atlantis beleidigt haben! Eieiei, jetzt geht aber ab hier. Um Kamos zu besiegen, müssen sie weiterbauen und ins klassische Zeitalter vordringen. Die Dorfbewohner sammeln die benötigten Ressourcen, um Einheiten auszubilden, Gebäude zu bauen und Technologien zu erforschen. Um schneller Ressourcen zu sammeln, müssen sie mehr Dorfbewohner ausbilden. Da habe ich mal einen Trick genutzt, der uns wahrscheinlich nicht erklärt wird. Ich habe nämlich rechts geklickt, da ist jetzt so ein Symbol erschienen. Das bedeutet, dass diese Dorfbewohner jetzt erstmal konstant gebaut oder ausgebildet werden, ohne dass ich da immer wieder draufklicken muss. Ja, jetzt erfahren wir erstmal auch, wie wir jetzt selber sozusagen uns eine Armee und eine Zivilisation aufbauen. Und zuallererst mal ist es wichtig, dass wir, wie gesagt, einen Hafen bauen, wobei ein Hafen nicht unbedingt wichtig ist, aber der Tempel, der ist hier wichtig, weil ohne den Tempel können wir nicht, wie die gute Athena gesagt hat, zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Ich will nur mal gucken, dass ich den hier baue, damit ich noch ein bisschen Platz habe für gewisse andere Dinge. Vor allen Dingen merke ich auch hier, damit die Dorfbewohner nicht mal so viel laufen müssen. Ihre Dorfbewohner müssen Häuser bauen, um ihre wachsende Bevölkerung unterzubringen. Ja, das werden wir auch noch tun. Wenn du uns das schon erzählst, Athena, dann machen wir das natürlich. Wir haben zwar schon tatsächlich sogar ein paar Zelte hier, die hat man früher auch nicht gehabt. Die geben auch schon ein bisschen Bevölkerung. Also zum Bevölkerungslimit, aber das ist dann auch ein bisschen neu. Okay, dann bauen wir auch nochmal hier den hier hin, weil wir brauchen natürlich auch noch Holz und Gold natürlich, sind die drei wichtigen Rohstoffe und natürlich auch die Gunst. Und mit der Gunst können wir die coolen mythischen Einheiten, Monster machen. Das ist übrigens eine Einheit, die ich hier gerade, den hatten wir auch noch nicht gehabt, diesen Kataskopos. Ich hoffe, meine griechische Aussprache lässt sich verzeihen. Oh, übrigens hier. Auch eine tolle Sache, dieser Stein. Mit diesem Stein werden Tiere hier angelockt. Die kommen dann zu uns. Was natürlich auch eine praktische Sache ist. Und dieser Kollege hier, der ist gut, um zu scouten sozusagen, um die Gegend zu kundschaften. Ach, guck mal an, wen haben wir denn da? Kommt doch mal mit hier. Schon mal ein paar Gegner hier. Aber ich glaube, die kommen nicht, so wie das aussieht.
So, jetzt kommen hier aber auch natürlich auch schon viele Dorfbewohner, also nicht mehr so lange. Ihn hier übrigens auch, den kann ich auch hier jetzt automatisch erkunden lassen, weil auf dem See ist hier nicht viel. Der ist für unseren Helden Poseidon, oder beziehungsweise Obergott Poseidon, eine Spezialeinheit. Sozusagen halt nur so ein Speer, der halt auf dem See unterwegs ist. Bevor ich es übrigens vergesse hier, wir können uns natürlich auch noch auf dem See Nahrung holen, weil es hier Fische gibt. Die restlichen Schiffe eigentlich brauchen wir nicht, weil viel wird sich hier nicht auf dem See abspielen. In dieser Mission zumindest. Allgemein war es so, Seeeinheiten sind eher selten. Aber, naja. Ist zumindest mal schon mal schick, dass man so ein bisschen schon mal einen Kontakt mit Seeeinheiten hat. So, dann bauen wir uns auch noch einen weiteren oder bilden einen weiteren Helden aus. Wir wissen ja schon, dass Helden effektiv gegen mythische Einheiten sind. Und es kann gut sein, dass wir auch hier wieder auf mythische Einheiten der Gegner treffen werden. So, wir brauchen mehr Häuser, wie ich das sehe. Wir haben ja mittlerweile schon genug Rohstoffe, würde ich sagen. Wir können übrigens ja eigentlich wahrscheinlich schon längst, das werde ich jetzt auch mal hier beenden, würde ich sagen. Weil ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile genug. Ah, guck mal an, da haben wir doch ein Schiff. Aber nur eins. Also vor dem habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Angst. So, da haben wir noch ein bisschen Fisch und hier. Die kann man ein bisschen schlecht erkennen, auch wenn das Wasser toll aussieht. Das muss ich wirklich sagen, das Wasser sieht mega aus. Aber die Fische sind ein bisschen schwer zu erkennen, aber kann sie noch auf der Map erkennen. Und ich frage mich eigentlich, warum unser toller Hypokamos nicht... Sehr gut. Benutzen Sie das Befehlsmenü im Dorfzentrum, um ins klassische Zeitalter vorzudringen. Um in das nächste Zeitalter vorzudringen und tödliche mythische Einheiten zu erschaffen, müssen Sie einen Tempel bauen. Danke für die Erinnerung. Und wir werden Ares, wir werden uns für Ares entscheiden. Das ist übrigens auch, habe ich auch noch nicht gezeigt hier, um das Zeitalter voranzuschreiten, muss man sich für einen Gott entscheiden. In dem Fall Ares oder Hermes. Und je nachdem, welchen wir wählen, haben wir dann unterschiedliche Fähigkeiten. Und da ich so ein bisschen Erinnerung habe, was so passiert und ich ja auch so viel wie möglich zeigen möchte hier, werde ich Ares nehmen, weil ich sag schon mal so viel, wir werden den guten Kollegen nicht so oft sehen. Geschweige denn seine Zyklopen. Aber ja, doch, das ist eine gute Idee. Wir fangen mit dem guten Sie können im Menü Dorfbewohner-Prioritäten eine Voreinstellung auswählen, um Dorfbewohner automatisch auf Ressourcen zu verteilen. Ja, das ist neu. Ich mach das jetzt mal für den Anfang, aber sonst werde ich das nicht machen. Sieht man schon, wie die sich jetzt hier alle umverteilen. Durch diese Einstellung hier, was mal sehr krass ist. Und ich sehe schon, dass ich mit meinen Schiffen hier mal zum... Der Kataskopos ist ein schneller, fähiger Speer. Mit ihm können Sie die Karte schnell erkunden, um Rohstoffe und Feinde zu finden. Ja, danke, dass du mir das schon vorweg... Oder dass ich dir das schon... Ja, ich habe das eher einfach schon vorweggenommen. Ist das hier nicht das, der Bonus, den man hier bekommt? Ah, wunderbar, wollte ich doch sagen. Hier bekommt man doch mal einen Bonus. Sie brauchen mehr Soldaten, um Camus zu besiegen. Errichten Sie eine Militärakademie und einen Schießstand, um sie zu erschaffen. Alles klar, wie du willst. Wie du willst, Athena, dann machen wir das mal. Nimmt mir einfach alles hier heraus, sozusagen. Da gehst du besser nicht hin. Aber gut, wenn du hier mitkommst, ist das auch in Ordnung. Dann können wir die schon mal hier weglocken. Weil da geht es natürlich direkt in das feindliche Lager rein. Glaub mal, da können wir auch eine automatische Buche abbrechen. Bauen Sie Mauern und Türme, um Ihren Stützpunkt gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Einmal aufgewertet, schießen die Türme Pfeile auf Gegner. Können wir natürlich auch machen, wenn du das schon unbedingt möchtest. Hier.
Was macht er hier? Brauchst aber noch ein bisschen, bis du endlich dieses Haus weggemacht hast. Aber gut. Oh, meine Schiffe haben ein bisschen was eingesteckt. Echt? Hier ist aber schon ordentlich aufgeräumt worden hier. Da, dass sie übrigens leider nicht noch weiter weitergehen kann. Ja, ich baue noch einen Schießstand natürlich auf. Pferde können wir auch keine machen, aber wir können zumindest dann auch noch eine Schmiede bauen, um die Waffen zu verstärken. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr, aber gut. Ja, hier ist schon unser Ziel. Hier ist das Dorf der Piraten. Das wird aber wahrscheinlich nicht das größte Problem sein. Der Vorteil ist natürlich durch die Automatik, man wird nie hier jemanden unbeschäftigt sein. Also sozusagen ein Dorfbewohner, der hier nichts macht. So, bauen wir fünf jeweils. Und ich denke, das dürfte schon reichen. Und vielleicht noch, ach ja, ein Pegasus können wir noch machen. Das ist eine gute Idee. Und jetzt brauche ich wieder Holz. So. Machen wir das mal so. Ich mache es aber wie gesagt nur für dieses Kapitel. Später werde ich das nicht mehr machen. So, und Gunst brauche ich sogar auch noch. Ich habe gar keine mehr, die Gunst für mich erzeugen. Wir brauchen noch mehr Häuser. So. Erstmal genügend Häuser gebaut. Wenn wir schon jetzt so viele Einwohner haben. An sich ist das gar eine praktische Sache eigentlich, muss man mal auch mal sagen. Ach so, ja gut. Haben extra noch einen tollen Turm hier hingestellt. Für diejenigen, die hier unten meinen, zu gehen gespannt. Also irgendwann werde ich mir die auch auf jeden Fall auch nochmal dann auf schwer nochmal versuchen, das reinzuziehen. Drei fetten Zyklopen. Beziehungsweise vielleicht gleich, wenn wir dann die Gunst haben, dann auch ein paar mehr noch. Ja, ich glaube, drei reichen. Aber das ist wirklich... Also ich mag die Pegasi, weil damit kann man schon schön viel sehen, was die Gegner so haben. Auch wenn natürlich die absolut... schutzlos ausgeliefert sind gegen Schiffe und sonstige Pfeile. Ja, ich glaube, der wird gleich drauf gehen, mitten im Meer versinken, aber wenigstens haben wir genug gesehen hiervon. Ah, er hat sich doch nochmal rausmanövriert. Mal sehen, wie lange er es noch macht. Ich glaube, aber man merkt auch, dass ich das nicht, dass man auch nicht hier in dem Spiel es schaffen wird, jede Einheit am Leben zu lassen. Das ist, soll auch, glaube ich, nicht möglich sein. So, nochmal ein bisschen aufboosten. Und ich glaube, dann können wir auch gleich schon in den Angriff gehen, glaube ich. Was sagt denn die Zeit? Ja, Ich glaube aber, wir werden auch nur dieses eine Kapitel hier machen. Weil ich weiß, das nächste Kapitel wird ein bisschen, wird schon dann ein bisschen ausufern, der. Und ich glaube dann, ja, lohnt sich das besser, wenn wir den dann vollumfänglich in den nächsten Part dann legen. Ich will nur noch hier noch den Willen von Kronos machen, um die Zyklopen noch ein bisschen noch mehr zu boosten. Und ich glaube mal, dann dürften wir hier keine Probleme haben, weil die Zyklopen haben den Vorteil mit ihren Keulen. Haben da kein Problem damit, auch Gebäude umzureißen.
Können wir auch noch das hier machen, das Daimos Schwert der Furcht. Ich glaube dann, ja. Ja gut, jetzt wird der drauf gehen. Aber gut. Ja, also ich meine, ich glaube, nichts hält uns mehr auf, glaube ich. Solange die noch mehr Rohstoffe sammeln. Demos. Ah, oder wobei, bauen wir noch ein bisschen mehr. Wozu der Geiz? Wozu der Geiz? Und solange wir auch noch das Bevölkerungslimit nicht erreicht haben, bauen wir noch ein paar von denen und machen noch einen Zyklopen. Und ich glaube, mit 4 Zyklopen und Hettimus. 11 Bogenschützen, 12 und dann glaube ich 8, 9 Hobliten. Sollten wir da glaube ich, ach, wir können ja auch noch die sogar bauen, stimmt ja. Die sind ja nochmal effektiver gegen andere Infanterie. Dank Ares, ich glaube nur wegen Ares können wir die jetzt schon bauen oder ausbilden. Wir bauen einen Menschen. Nein, natürlich ausbilden, das hört sich besser an. Weil sonst früher konnte man die halt wirklich auch, ich glaube auch, wie gesagt, auch früher. Ich kann mich auch irren, dass das mit Ares auch schon früher war. In der ersten Version. Aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall eine Ares-Sache, dass wir diese Hypaspist, das ist ein toller Name, jetzt schon ausbilden können. So, und dann noch den letzten Zyklopen. Und dann würde ich sagen, dann dürfen die sich warm anziehen, unsere Piratenfreunde. Auf Ibiza. ich finde es immer noch so super. Die Schiffe, die brennen zwar komplett, aber schwimmen weiterhin. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wow, die sind ja mal krass. Übrigens auch cool, man kann auch richtig hier reinzoomen und sieht die ganzen Details hier. Das ist auch richtig cool gemacht, also das ging früher auch noch nicht. Also man konnte schon zwar ein bisschen näher ranzoomen, aber so viele Details, die sie hier eingebaut haben, das ist schon wirklich cool. Ich muss wirklich sagen, also man hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Und man wollte wirklich den Charme des Originals beibehalten und trotzdem ein toll aussehendes Spiel machen. Aber gut, dann würde ich sagen, ab in den Angriff. Und da können wir auch mal noch eine neue Fähigkeit nutzen. Aha. Wozu? Das ist auch cool, wie Zyklopen einfach die wegschmeißen. So, und wir setzen den tollen Zauber die Pest ein. Was bewirkt die Pest? Das bewirkt, dass jetzt in Kasernen und sämtliche Gebäude, wo was ausgebildet werden kann, jetzt erstmal gestoppt wird. Und sozusagen jetzt nichts mehr ausgebildet werden kann, solange die Pest wirkt. Boah, wie schnell das jetzt kaputt geht. Die Schiffe sind mir übrigens egal, weil was sollen die machen? Das Ziel ist, das Dorfzentrum. So. Bam. Ach, wir haben schon gewonnen. Okay. Früher musste man ihn noch verfolgen, noch so ein bisschen. Aber okay. Auch gut. Ein anderes Mal, Akanthos. Dein Glück wird enden. Ich werde da sein, um es zu sehen. Dein Kopf wird an meinem Mast hängen, Atlanta. Okay, bei ihm muss ich sagen. Mindestens eines von Poseidons Kindern begünstigt immer noch unsere Feinde. Bringe den Dreizack an Bord des Transportschiffes. Wir schicken ihn sofort zurück nach Atlantis.
Carbos hat sich früher ein bisschen bedrohlicher angehört. Der wirkt jetzt eher so voll vermüdet und verpeilt irgendwie. Aber okay. Ja, das war unsere erste Aufbaumission. Und ich würde sagen, das war eigentlich der leichte Teil des Spiels. Ab der nächsten Mission wird's lustig, weil dann geht's nach Troja. Könnt ihr schon mal im Kampagnenmenü hier schon mal hier einsteigen. Es geht nach Troja. Und da wird's lustig, kann ich sagen. Nur die Oberfläche. Ja, ab hier wird's jetzt richtig lustig. Also, es würde sich empfehlen, es würde sich lohnen einzuschalten, wer auf Action steht. In diesem Sinne, bis dann und tschüss, euer Jake.